doch nicht ganz. Zweitens noch ein bisschen mehr abnörden zur Vollständigkeit von der Theorie der algebraischen Abdriften im Körper. Und drittens einen ganz, ganz zentralen Satz sehen von der Theorie der mathematischen Logik, nämlich semantische Vollständigkeit. Das war das, was Gödel bewiesen hat, bevor er den Unvollständigkeitssatz bewiesen hat. Okay, ich habe hier nochmal eine andere Variante, eine schwächere Formulierung von Gödel 1 aufgeschrieben. Sei S bezüglich einer fixierten Gödel-Nummerierung rekursiv axiomatisierbar. Umfasse SIQ. Soweit also genau dieselben Voraussetzungen wie bei Gödel 1. Jetzt aber noch eine Zusatzvoraussetzung. Beurteile S alle Aussagen über das Halteverhalten von Turing-Maschinen richtig. Also Turing-Maschinen sollten mir da zusperren, dass du nicht angerempelt wirst. Von das wäre vielleicht gar nicht schlecht, ne? Jetzt ist die Antwort auch da, wo dieser Schüler neben drin steht. Woanders ist. Ja. Gut. Ja. Du kannst ihn stimmen. Also beurteile S alle Aussagen über das Halteverhalten von Turing-Maschinen richtig. So, Turing-Maschinen kamen schon mal kurz vor, nicht so richtig. In der nächsten Vorlesung werden wir sie auch mal die formal definieren für alle, die sie nicht kennen. Aber für die, die es nicht kennen, ihr könnt trotzdem weiterdenken, wenn ihr euch einfach vorstellt, idealisierte Computer, die nicht kaputt gehen, die so viel Arbeitsspeicher haben, wie sie brauchen, die idealisiert sind, ja? Die nicht dem Einfluss kosmischer Strahlung unterworfen sind. Und was heißt jetzt richtig beurteilen? Damit ist Folgendes gemeint. Immer wenn S zeigt, dass irgendeine Turing-Maschine hält, dann soll es auch stimmen, dass diese Maschine hält. Und immer wenn S zeigt, dass eine Turing-Maschine nicht hält, dann soll es auch wirklich stimmen, dass sie nicht hält. Wir glauben zum Beispiel von Peano-Arithmetik, dass Peano-Arithmetik diese Voraussetzung erfüllt. Weil wir glauben, dass alles, was Peano-Arithmetik zeigt, wahr ist. Ja? Okay, und dann gibt es folgende Konsequenz. Wenn S vollständig sein sollte, dann gibt es ein Halteorakel. War es dann nochmal ein Halteorakel? Ein Halteorakel war eine Turing-Maschine, die von einer gegebenen Turing-Maschine herausfindet und dann korrekt ausgibt, ja oder nein, ob diese Maschine halten wird oder nicht halten wird. Und es ist eine ganz grundlegende Erkenntnis in der Theorie der Berechenbarkeit, dass es ein Halteorakel nicht gibt. Das lernt man an Tag minus 7 von jeder Vorlesung über theoretische Informatik. Und das können wir nächstes Mal auch nochmal kurz wiederholen. Aber es ist wunderschön und eine Zeit. Wir wissen also, es gibt kein Halteorakel. Das heißt, ich hätte es auch anders formulieren können, einfach als, dann ist S nicht vollständig. Ja? Und das war ja auch die Behauptung von Gödel 1. Wir hatten sie ein bisschen vorsichtiger formuliert. Das ist jetzt gleich die Kontraposition davon. Aber im Wesentlichen ist es derselbe Inhalt. Gut. Und jetzt beobachtet nochmal, wie man das ganz kurz beweisen kann, diese schwächere Aussage, ganz ohne Diagonalisierungslemma und sowas. Die Idee ist wie folgt. Ich will jetzt also ein Halteorakel bauen. Das mache ich wie folgt. Wenn mir eine Turing-Maschine gegeben wird, dann laufe ich einfach systematisch alle korrekten Beweise in S ab. Alle. Das geht, weil wegen rekursiv axiomatisierbar. Und dann schaue ich mir von jedem Beweis an, ob das jetzt zufälligerweise ein Beweis war, dass die Turing-Maschine, um die es gerade geht, die ich untersuchen soll, ob die hält oder nicht hält. Früher oder später wird entweder ein Beweis, dass sie hält oder ein Beweis, dass sie nicht hält, vorkommen, denn wir nehmen ja an, dass S vollständig ist. Und wenn das der Fall ist, dann hören wir auf, dann brechen wir unsere Suche ab und geben eben aus, ja, die Turing-Maschine hält oder nein, sie hält nicht, je nachdem, von welcher der beiden Aussagen wir einen Beweis gefunden haben. Und so haben wir ein Halteorakel programmiert. Schreibe ich nur noch mündlich an, aber der Beweis ist sonst schon fertig. Also falls S vollständig ist, können wir wie folgt ein Halteorakel programmieren. Also lese eine Turing-Maschine M ein. Wir müssen ausgeben 0 oder 1, je nachdem, ob sie hält oder nicht hält. Suche systematisch alle Beweise in S ab.
ebenfalls ein Beweis von M hält, M verfängt sich also nicht in der Echoschleife, gefunden wurde. Oder Auftritt bei dieser Suche, ja, Präsenz, Auftritt, gebe M hält aus und beende. Und falls ein Beweis von M hält nicht auftritt, dann gebe M hält nicht aus und beende. Wegen der Annahme der Vollständigkeit wird diese Maschine, die wir hier programmiert haben, sie in jedem Fall irgendwann beenden. Das soll ein Halteorakel auch, das soll eine Entscheidung, also eine Antwort ausgeben und dann aufhören. Und sie soll immer eine Antwort ausgeben, es soll sich nie in der Endlosschleife verfangen. Und wegen der Voraussetzung, dass mit diesem richtig beurteilen, stimmt auch die Ausgabe von unserem Halteorakel. Wenn unser Halteorakel ausgibt, dass M hält, dann hält M auch wirklich. Denn es gibt einen Beweis davon, dass es hält und nach Voraussetzung stimmen. Es stimmen dann auch die Aussagen, die von dieser Form bewiesen worden sind. Lukas? Ich verstehe nicht, warum das terminiert. Weil früher oder später wird ein Beweis entweder von M hält oder M hält nicht vorkommen. Ach, da sind noch... Ah, ich habe die Anfangszeile. Naja, das war auch dumm von mir, ne? Aber hier steht, die untere Zeile ausgeschrieben lautet, falls ein Beweis von Anführungszeichen auf M hält nicht Anführungszeichen zu auftritt, gebe Anführungszeichen auf M hält nicht Anführungszeichen zu aus und beende. Und ich bin... Ist das letzte Zeichen, das unten wieder auftritt? Das T. Ja, genau. Das noch nicht. Ja. Und dann danach kommt ein Leerzeichen. Richtig. Genau, so muss das passen. Ansonsten, ich bin noch ein bisschen enttäuscht von euch, dass ihr mich gerade nicht zusammengeschissen habt. Ich habe gerade in der Nebenbemerkung einen großen Fauxpas begangen. Ich hatte ganz kurz eben kurz gesagt, wenn M sich nicht in einer Endlosschleife verfängt, also hält. Das ist schon Quatsch, ja, das stimmt nur in klassischer Logik. Nur, dass ich weiß, dass das Programm nicht, in Endlosschleife kommt, also nicht hält, heißt nicht, dass ich erlaubt bin zu folgern, dass es hält. Ja? Einmal weiß ich, wenn es hält, heißt es, es gibt einen Zeitpunkt T, sodass das Programm zum Zeitpunkt T gehalten hat. Wenn ich nur sage, dass es sich nicht in der Endlosschleife verhängt, dann heißt es nur, dass es nicht einen Zeitpunkt T gibt, sodass es sich in der Endlosschleife verhängt. Gut, wie auch immer. Also so kann man eine schwache Version von Gödel 1 beweisen, ohne das Diagonalisierungslemma und mit viel weniger Nachdenken. Aber es ist halt auch eine schwache Version, weil wir diese Zusatzvoraussetzung hier haben. Und man kann diese Art von Beweisen auch nicht upgraden, sodass sie die nicht mehr brauchen. Die sind da einfach ein integraler Bestandteil. Gibt es Fragen zum Beweis? Sonst will ich euch einfach noch mündlich schnell zwei Negativnachrichten noch übermitteln. auch für folgende Aufgabenstellung gibt es keine Turing-Maschinen, die Sie lösen könnten. Aufgabenstellung 1, von einer Formel herausfinden, ob sie beweisbar ist oder ob sie nicht beweisbar ist, in Piano-Arithmetik zum Beispiel. Das geht nicht. Ja? Es gibt bewiesenermaßen keinen Algorithmus, der das kann. Übungsaufgabe. Und zweites Problem, ein viel einfaches Problem, und zwar, es gibt auch keinen Algorithmus, der von einer gegebenen diophantischen Gleichung entscheidet, ob die eine Lösung hat oder nicht. Was ist nochmal eine diophantische Gleichung? Diophantische Gleichung ist sowas wie 7x hoch 3y minus 9z plus 15 gleich 0. Also eine Gleichung, in der Potenzen vorkommen dürfen, in der ganze Zahlen vorkommen dürfen, in denen Plus, Mal und Minus vorkommen dürfen. Und wenn ich mich frage, ob so eine diophantische Gleichung eine Lösung hat oder nicht, dann meine ich genauer, ob sie eine ganzzahllose Lösung hat, ja oder nein. Also eine sehr elementare, rein zahlentheoretische Frage. Aber auch dafür gibt es bewiesenermaßen keinen Algorithmus, der das klären könnte. Völlig anders als im Fall von linearen Gleichungssystemen. Ne? Da lernt man an Tag 1 der Uni, wie das geht, nämlich mit dem Gauss-Verfahren. Und dann hat man halt irgendwie die Zahlenstufenform und dann kann man ablesen, ob das Gleichungssystem eine Lösung hat oder nicht. Aber für diophantische wird es niemals einen Algorithmus geben, der das klärt. Okay, und jetzt lasst uns noch kurz was zur Theorie der algebraisch abgeschlossenen Körper machen. Ja? Also eine Bemerkung,
Und da will ich, dass ihr den Beweis dann reinruft in 10, 20 Sekunden. Die Theorie ACF der algebraisch abgeschlossenen Körper. Diese Theorie ist nicht vollständig. Beweis? Also welche Formel kann die Theorie weder zeigen noch widerlegen? Denkt an Charakteristikfragen. Die Charakteristik ist P. Genau. ACF zeigt nicht, dass 1 plus 1 0 ist. Und ACF ja. zeigt auch nicht, dass 1 plus 1 ungleich 0 ist. Warum? Wenn ACF zum Beispiel das linke zeigen würde, dann wäre das auch richtig in jedem konkreten algebraisch abgeschlossenen Körper. Denn ein konkreter algebraisch abgeschlossener Körper erfüllt ja die Axiome von der Theorie ACF. Und wenn man aus den Axiomen jetzt 1 plus 1 gleich 0 herleiten kann, dann wäre das eben auch richtig in jedem konkreten algebraisch abgeschlossenen Körper. Es stimmt aber nicht, dass in jedem algebraischen abgeschlossenen Körper 1 plus 1 gleich 0 ist. Zum Beispiel in Q quer ist das nicht so. Oder in C ist das nicht so, falls ihr an die Existenz von C glaubt. Und umgekehrt, das ist aber auch nicht in jedem algebraisch abgeschlossenen Körper der Fall. Zum Beispiel nicht im algebraischen Abschluss von F2. Ja? Also die Theorie ist nicht vollständig. Falls ihr gerade enttäuscht wart, dass ich einen semantischen Beweis von dieser Nichtvollständigkeit gegeben habe, ich habe an die Existenz von C oder von F2 quer appelliert, dann beweist du syntaktisch. Das geht auch. Ist auch ganz interessant, wie man das macht. Okay, und dann hatten wir aber noch ein Theorem letztes Mal angeschrieben. Das sagt ACFP ist vollständig. Und da will ich nochmal ganz kurz die Beweisskizze liefern, weil das nicht völlig uninteressant ist. Ja, und zwar ist vollständig für P' und für P gleich 0. ACF Index P bezeichnet die Theorie der algebraisch abgeschlossenen Körper der Charakteristik P. Wenn P wirklich eine konkrete Primzahl ist, dann ist da also das Axiom dabei, dass 1 plus 1 plus 1 so und so oft gleich 0 ist. So, Beweis, nun eine Skizze. Manche Aspekte davon kennt ihr schon seit der 9. Klasse. Nur ein Beispiel. Wenn wir die Aussage haben, es gibt ein x und ein y, sodass x² plus bx plus c gleich 0 ist und sodass y² plus by plus c gleich 0 ist und sodass x ungleich y ist. Dann ist diese Aussage beweisbar äquivalent in der Theorie ACF P, P egal, zu einer Aussage ohne Quantoren. Ihr wisst nämlich, dass das doch genau dann der Fall ist, wenn die Diskriminante ungleich 0 ist. Also wenn b² minus 4c ungleich 0 ist. Na, hier vorne steht, dass dieses Polynom zwei Lösungen hat, zwei verschiedene Lösungen hat. Das ist genau dann der Fall, wenn die Diskriminante ungleich 0 ist. So habt ihr diese Aussage, die noch Quantoren enthielt, ersetzt durch eine Aussage, die keine Quantoren enthielt. Und über ein Verfahren, dessen ersten Schritt ich gleich noch anschreiben will, kann man das mit jeder noch beliebig komplexen Aussage machen. Also egal, wie verschachtelt und mit wie vielen Quantoren eine Aussage betrachtet von der Theorie ACFP, man kann die immer Schritt für Schritt umwandeln in eine Aussage, die keinerlei Quantoren enthält und zu der Ursprungsaussage äquivalent ist. Und von Aussagen, die keine Quantoren enthalten, ist es ein leichtes, sich dann noch zu überlegen, dass die jeweils gelten oder nicht gelten. Da steckt nichts Schlimmes mehr dahinter. Ja? Das ist halt eine Gleichung entweder. Jetzt mal in Modellen gesprochen, entweder stimmt die oder stimmt die nicht. Das kann ich beweisen. Ja? Also einfach bei den Körperaxiomen ist halt ein Axiom dabei. Jede Zahl ist 0 oder invertierbar.
Also habe ich von vornherein den Beweis, dass b Quadrat minus 4c gleich 0 ist oder b Quadrat minus 4c ungleich 0 ist. Wie funktioniert das im Allgemeinen? Das war jetzt nur ein Beispiel. Und ein bisschen allgemeineres Beispiel sähe so aus. Angenommen, ihr habt das formuliert. Angenommen, ihr habt diese Aussage irgendwo mal als Teil von einer längeren Aussage. Also a x hoch n plus bla 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 und hier b x hoch m plus bla bla bla. Lasst mich mal hier noch Platzhalter setzen. Ja? Das nenne ich Herzchen. Das wird das Antiherz. Ich meine damit, dass da einfach Monome niedrigeren Grades noch vorkommen. Ja? Gut. Und lasst mich außerdem noch ohne Einschränkung annehmen, das ist eh nur ein Beispiel, dass n größer gleich m ist. Dann schaut mal, wozu das äquivalent ist in der Theorie ACFP. Das ist äquivalent zu folgendem. Nun ja, b könnte 0 sein. Und in diesem Fall könnte man fordern, dass es ein x gibt, sodass ax hoch n plus die restlichen Terme, die noch standen, 0 sind. Und sodass außerdem diese Terme 0 sind. Oder b könnte ungleich 0 sein und dann könnte man doch Folgendes fordern. Also was ist passiert? Wir machen eine Fallbeschreibung über b, das ist okay, weil in der Theorie, zum einen haben wir in der Theorie ACF per Definition klassische Logik, zum anderen bräuchten wir sie an der Stelle noch gar nicht, weil wir ein anderes Axiom drin haben, was uns auch erlaubt, diese Fallbeschreibung durchzuführen, nämlich dass jedes Element 0 ist oder invertierbar. Okay, hier hinten haben wir dann einfach das, was hier eigentlich noch dabei stand, mit dem bx und m weggelassen. Das ist aber auch okay, weil in dem Fall ist ja b 0. In dem Fall hier haben wir die Gleichung hier mit so einem b durchmultipliziert, vorne. Das hätte die jetzt, das würde a priori die Menge der Lösungen verändern, ne? Aber nicht hier, weil ja b ungleich 0 ist. Die hintere Gleichung haben wir unverändert gelassen. Die hat sich jetzt ein bisschen verändert, aber wenn man das, aber also es ist trotzdem richtig, was da steht, dass das zueinander äquivalent ist. Und der springende Punkt von genau diesen Umformungen ist jetzt noch folgender. Bei den insgesamt vier neuen Gleichungen, die man rausbekommen hat, einmal die beiden, einmal die beiden, war es so, dass der Gesamtgrad abgenommen hat. Wir haben angefangen mit Gleichungen von den Graden n und m. Mal schauen, was hier die Grade waren. Naja, hier war es nur noch n und m minus 1 abgenommen. Und hier ist es so, der hintere Grad ist gleich geblieben, m. Aber schaut euch mal hier den Leitkoeffizienten an. B, a, x hoch n kürze ich doch mit diesem a, x, n hoch min, b, x hoch m. Das hört sich kürzlich weg, ja? Das heißt, jetzt hat dieses Polynom noch gerade n minus 1. Und so kann man Schritt für Schritt weitermachen. Und so also sukzessive die beteiligten Polynomgrade von diesen Gleichungen reduzieren. Und das macht man so lange, bis entweder konstante Gleichungen dran stehen, wo gar keine Variablen mehr vorkommt. Super, die kann man danach ganz vorne vorziehen. Oder so, dass Gleichungen übrig bleiben, also wenn man das dann noch fertig rausgezogen hat, von nur noch einer einzigen Gleichung. Also keine Gleichungssysteme mehr, wie hier im Beispiel mit 2 vorgerechnet, sondern nur noch Gleichungssysteme bestehend aus einer Gleichung. Solche Aussagen kann man dann einfach durch Top ersetzen. Denn nach der Voraussetzung der algebraischen Abgeschlossenheit hat ja jede einzelne Gleichung, jede einzelne Polynomgleichung eine Lösung. Und so kann man sukzessiv weitermachen. Die Koeffizienten, die hier vorkommen, das dürfen durchaus komplexere, längere Terme sein.
die selbst freie Variablen enthalten. Und falls ihr euch noch für die Details interessiert, insbesondere wie man Antigleichungen, also irgendein Term ist ungleich, irgendeinem anderen Term, wie man die behandeln möchte, dann schaut euch einen Artikel an, den ich verlinke, der ist das ganz ausführlich ausgefüllt. Aber ich glaube, die Idee ist ganz verständlich. Ja? Das ist im Wesentlichen der euklidische Algorithmus, wie man ein System bestehend aus zwei Polynomgleichungen umformen kann zu mehreren Systemen, wo aber der Grad insgesamt abgenommen hat. Und so zeigt man also, dass ACFP vollständig ist. Kannst du nochmal erklären, warum es klar ist, dass ich, wenn ich quantorfreie Formen habe, dass das System, das entweder zeitloses System mit Invertion ist? Ja, weil quantorfreie Formeln sind im Wesentlichen nur noch irgendein Term gleich irgendeinem anderen Term. Es können schon noch Konjunktionen und Disjunktionen davon sein, ein bisschen selbst musst du schon noch überlegen. Aber angenommen, du hast jetzt nur noch aussagende Form bla ist gleich bla. Gut, für solche Formeln hast du auf jeden Fall Vollständigkeit, weil die Axiome von ACF garantieren dir einfach, dass jede Gleichung, jede Formel der Form bla gleich bla, entweder das eine oder das andere beweisbar ist. Du, ganz zum Schluss hast du nur noch Zahlen, ja? Also, hier stand jetzt noch b² minus 4c dran, aber was ist schon b und c? Das waren Platzhalter für irgendwie Terme. Zum Schluss hast du nur noch ganz viele Einser dran stehen oder sowas. Und die kannst du alle vereinfachen. Also wenn du zum Beispiel halt 1 plus 1 gleich 0 dran stehen hast, dann kannst du das vereinfachen zu top im Fall ACF2. Und im Fall ACF3 kannst du es halt vereinfachen zu bottom. Und dann hast du lauter sowas und dann Konjunktion und Disjunktion davon und dann kennst du immer den Wahrheitswert. Ich würde meine Tafel, könnte ich noch Fragen überlegen und ich glaube, ihr müsstet ein Fenster aufmachen. Ja, bitte. Also da will ich ja charakteristisches 0, also das heißt, die alle mit 1 sind, das gucke ich 0 aus. Ja. Ist das ein Axiomenschema? Ja, das ist ein Axiomenschema, ja. Okay. Ja. Also bei ACF10 brauchen wir kein Axiomenschema, ja? Da genügen endlich viele. Genau. Nämlich das. Also wenn du zum Beispiel ACF7 haben willst, dann schreibst du halt das Axiom, dass 7 mal die 1 addiert 0 ist. Ja. Und dass vorher die 1 addiert nicht 0 ist. Achso, okay. Tatsächlich nur Pi von P viele, wobei Pi die Primzahlfunktion ist. Weil auch die Theorie der algebraischen Abgrenzung Körper zeigt schon auch, dass wenn 6 gleich 0 sein sollte, dass sonst 2 oder 3 gleich 0 sein. Okay, dann lasst uns den nächsten Abschnitt machen. Ich weiß die Nummer nicht, ihr könnt die eintragen. Semantische Vollständigkeit. So, ich schreibe da mal zwei Theoreme hin und dann diskutieren wir über die. Und dann beweisen wir sie auch. Schreib kurz auch das zweite an und dann.
Gut. Also semantische Vollständigkeit, das war das, was Gödel vor seinem Unvollständigkeitssatz gewesen hat. Theorem 1. Sei S ein konsistentes, klassisches, formales System mit abzählbarer Signatur. Dann besitzt S ein klassisches, mengenwertiges Modell. Zusatz, es besitzt sogar ein klassisches, mengenwertiges, abzählbares Modell. Theorem 2, sei S wie in Theorem 1. Falls das da gilt, dann ist es nicht der Fall, dass S Phi beweist. Dann gehen wir mal die Adjektive durch, die da jetzt und Substantive, die da jetzt neu dazugeschrieben wurden. Wollen wir doch wieder zumachen, wegen der Bauarbeiten? Okay, konsistent wisst ihr, das bedeutet, das System zeigt nicht Bottom. Klassisch bedeutet, zu den Schlussregeln, die wir in dem System erlauben, gehört Lem dazu. Abzählbare Signatur bedeutet, nur abzählbar viele Sorten, Funktionssymbole und Relationssymbole. Aber Axiome sind auch nie erlaubt, ja? Axiome sind beliebig viel erlaubt. Kann eine ganze Menge sein, wo von der wir vielleicht, weil wir in der konstruktiven Metatheorie sind, nicht mal wissen, ob sie jetzt abzählbar oder überabzählbar ist. Irgendeine Menge von Axiomen. Jedes gescheite formale System erfüllt diese Voraussetzungen, also dass die Grünheit, zum Beispiel per Arno-Arithmetik, hat halt eine Sorte, ja, und keine Ahnung, vier Funktionssymbole, nämlich 0, Successor, Plus und Mal und kein einziges Relationssymbol, ja. Meinetwegen die Gleichheit, falls sie die dazu zählt. ZFC erfüllt das auch. Konsistent in der hinreichend starken Metatheorie ist Piano-Arithmetik auf jeden Fall konsistent. So, dann besitzt S ein klassisches, mengenwertiges Modell. Was ist ein mengenwertiges Modell? Die Definition hatten wir schon mal, aber ich will sie nochmal anschreiben, damit wir die jetzt auch präsent haben. Also was ist ein mengenwertiges Modell von einem formalen System? So, und das Modell besteht aus je einer Menge Interpretationsklammern x für jede Sorte x, für jede Sorte die Signatur, ja, und je eine Abbildung für jedes Funktionssymbol und je eine Relation für jedes Relationssymbol. Für jedes Relationssymbol R. So, dass noch Axiome erfüllt sind, die gleich kommen. Wenn man hier die Definition abbrechen ließ, dann wäre das die Definition von einer mengenwertigen Struktur für das System. Beim Modell fordern wir jetzt gleich noch was dazu. Beispiel. Eine mengenwertige Struktur für die Theorie PA, Piano-Arithmetik, bestünde halt aus irgendeiner Menge, zum Beispiel der Menge der natürlichen Zahlen, und einem ausgezeichneten Element in dieser Menge, was zum Beispiel 0 sein könnte, einer bestimmten Abbildung von der Menge in sich selbst, was zum Beispiel die Successorabbildung sein könnte, und dann noch zwei Abbildungen von der Menge kreuz der Menge in die Menge, was Plus und Mal sein könnten. Das ist eine Struktur. Ja? Das heißt, eine mengenwertige Struktur für Piano-Arithmetik wäre jetzt zum Beispiel auch die leere Menge für... Nicht die leere Menge, weil du musst die 0 interpretieren. Es gibt ein Funktionssymbol von Arithmetik 0. Einpunktige Menge.
Genau, richtig. Genau. Also Struktur ist nur, dass überhaupt die Signatur Sinn ergibt, quasi daran. Und jetzt gleich will ich noch dazu schreiben, ich muss nur erklären, wie ich das dazu schreibe, dass all die Axiome von dem Modell auch gelten sollen in der Struktur. Ja. Also besteht aus bla bla bla, sodass, es tut mir leid, dass ich hier weiterschreiben muss, sodass das da gilt. Also das Modell nenne ich M. Ja? M wie Modell, sodass das da gilt. Für alle Axiome Phi von dem System ist. Dieses Zeichen in diesem Kontext habe ich immer noch nicht eingeführt, das kommt jetzt gleich. Und bei uns waren offiziell Axiome waren Sequenzen statt einzelner Formeln. Was ich damit meine, ist, dass wie sonst auch, dass ich, wenn ich wirklich mal diese Definition von früher noch beibehalte und Sequenzen als Axiome nehme, dass ich dann hier schreibe, für alle jetzt so viele Variablen haben, wie der Kontext benötigt hat, phi bedingt psi. Ja? Okay, und das da wird ausgesprochen, phi gilt in dem Modell M, in dem konkreten Modell M. Jetzt muss ich euch davon kurz die Definition geben, dass normalerweise würde ich das auch noch hinquetschen, aber es wird wirklich eng, deswegen mache ich das auf der Rückseite. Ja? Und wenn wir gleich die Definition durch haben, dann diskutieren wir die philosophische Relevanz der beiden Theoreme. Die philosophische und praktische Relevanz. Also ich will jetzt das definieren, ja? Okay. So, und jetzt ist hier die Einschub, ja? Also das soll genau dann gelten, wenn Folgendes gilt. Da im Index steht jetzt eine leere Liste. Und jetzt erkläre ich rekursiv, wann das gilt, ja? Und zwar hier jetzt für irgendeine Liste E. E wie Environment, Umgebung, in der Bindungen von Variablen später drin sein werden, so ähnlich wie in der Übung am Montag. Also das da soll genau dann gelten, wenn top gilt, also immer gelten, ja? Das da soll genau dann gelten, wenn Falschheit gilt, also das da vorne soll niemals erfüllt sein. Eine Konjunktion soll genau dann erfüllt sein, wenn beide Teile erfüllt sind. Eine Disjunktion soll genau dann erfüllt sein, wenn eine der beiden Sachen erfüllt ist. Und so geht das für alle logischen Zeichen durch. Ja? So. Und dann noch zwei. 3. Einmal für die Allquantifizierung, für die Existenzquantifizierung und lasst mich hier mal die Sorte dazu schreiben. Und das letzte für Termgleichheit, S gleich T. Das sind ja auch noch atomare Formeln. Ah ja, und dann die anderen atomaren Formeln auch noch, nämlich für Relationssymbole. Sowas. Und jetzt sind wir durch, ja? Das sind all die Möglichkeiten, wie Formeln zusammengesetzt sein können in einer Theorie. Die Definition hier beim Allquantum soll folgende sein. Für alle Elemente x aus der Menge, die zu der Sorte x groß x gehört,
soll Folgendes gelten. Das da. Und das, was ist jetzt E'? E' ist das vergrößerte, die vergrößerte Umgebung. Die enthält jetzt den Namen, x0 schreibe ich hier, die enthält den Namen x und den Wert x0. Und dann geht es mit den anderen Listenelementen weiter. Ich erkläre das gleich nochmal genauer. Ich nehme an, ihr wollt erstmal alles abschreiben. Okay, hier nochmal kurz zur Zeichenklärung. Hier stehen zwei Doppelpunkte direkt hintereinander. Das soll bei mir die Anhängung von einem einzelnen Element vorne an eine Liste dran bedeuten. Wir hatten das auch in der Übung am Montag. Also als ganz elementares Beispiel. Wenn wir die Liste 10, 20 haben und 7 davor schreiben, dann kommt die Liste 7, 10, 20 raus, ja? Und die Interpretation hier bei für alle und es gibt besagt eben, für alle x0 oder zumindest für ein x0 stimmt was? Stimmt die Formel phi in dem Modell m? Wobei wir uns gemerkt haben, dass wir jetzt eine Variable in Bindung mehr haben, nämlich die Variable x, hier vorne steht ein Name, wurde belegt mit dem Wert x0. Und wo wir später, spielt das dann später eine Rolle? Das spielt hier und dort eine Rolle, bei den unteren beiden Floskeln. Denn hier zum Beispiel geht es ja um die Gleichheit der Terme s gleich t. Nun können in den Termen s und t irgendwelche Variablen vorkommen. Variablen, die durch frühere Quantoren irgendwann mal gebunden wurden. Und was steht dann hier auf der rechten Seite? Hier bestehen s und t auch in diesen Interpretationsklammern. Damit ist gemeint, für die freien Variablen, die in S vorkommen, soll man halt in der Umgebung E nachschauen, mit welchem Wert die belegt worden sind und dann diesen Wert statt der Variablen nehmen. Außerdem könnten in S noch Funktionssymbole vorkommen. Na gut, dann soll statt der Funktionssymbole auch die entsprechenden echten Funktionen verwendet werden, wie sie Teil der Struktur sind. Also in diese Interpretationsklammern geht also die Umgebung E ein, die ist ja auch mit dem Index explizit bezeichnet, und auch die Struktur, das M, von dem wir gerade sprechen. Okay, und so definiert man also rekursiv, was es bedeutet, dass eine Formel in einem Modell oder auch in einer Struktur stimmt. Und damit eine Struktur sich Modell nennen darf von der Theorie, müssen alle Axiome der Theorie in diesem Modell gelten. Ich will noch ein ganz elementares Beispiel machen, damit wir uns da alle wohlfühlen. Wenn wir genügend metasprachlich drauf sind, dann kennen wir ein Modell von Hating-Arithmetik. Nämlich die Menge n zusammen mit der 0 und der Successorfunktion plus und mal. Dieses Modell nenne ich jetzt einfach mal groß n. Und ein Informatiker wird mich da ausschimpfen und sagen, Alter, irgendwo ein Modell ist in Wahrheit ein 12-Tupel bestehend aus einer Trägermenge und dem und dem und dem. Ne? Also halt all den Sachen, die hier die Bestandteile ausmachen. Aber ich erlaube mir jetzt, das Modell einfach zu beschreiben in meiner Notation durch den Namen von der Interpretation der Sorte n. Okay, und wenn ich jetzt hier zum Beispiel hinschreibe, für alle x Doppelpunkt n, Achtung, hier kein doppelt gestrichenes n, x plus 1 zum Quadrat gleich x plus 2 x plus 1, dann ist diese Aussage, die jetzt insgesamt dran steht, wenn man all diese Sachen hier durch x, äquivalent zu folgender Aussage, für alle f.a.
natürlichen Zahlen x0, x0 aus der Menge der natürlichen Zahlen, gilt x0 plus 1 hoch 2 gleich x0 Quadrat plus 2x0 plus 1. Ja? Und das wäre in diesem Fall erfüllt. Ja? Für die echten natürlichen Zahlen gilt die binomische Formel. Ja. Also, wenn ich jetzt diese Modelldefinition machen kann, bräuchte ich ja irgendwie eine Metatheorie jetzt die Mengenwerte. Genau. Richtig, genau. Mengenwertige Modelle gibt es nur, falls du in deiner Metatheorie weißt, was Mengen sind. Richtig. Wir kommen aber mit konstruktiver Mengenlehre aus, ja? Wir kommen mit dem aus, was es intern in jedem Topos gibt. Sonst würde ich das ja nicht machen. Eine Bemerkung will ich noch machen, auch noch hier kurz dazu und dann geht es unten weiter. Die Bemerkung würde euch leicht fallen. Falls Phi, ja, oder falls, ja, okay, sorry. Falls das System S Phi zeigt, dann gilt Phi auch in allen Modellen von S. Das muss ein bisschen relativiert werden. Ich will trotzdem kurz erklären, warum das gilt. Also wenn etwas sich Modell von S nennen darf, dann heißt es doch, dass in dem Modell all die Axiome von S gelten. Wenn wir jetzt eine Ableitung von Phi haben, ein Beweis, dass Phi stimmt, ausgehend aus den Sachen, die ich in S machen darf, was kommt dann in dieser Ableitung vor? Da kommen zum einen die Axiome vor von S, von denen wissen wir nach Voraussetzung, dass die in M gelten. Und außerdem werden halt logische Schlussregeln verwendet. Sowas wie, wenn Phi und Psi stimmt, dann stimmt auch Phi. Ja, halt die Schlussregeln von Gensens Kalkül. Aber die Schlussregeln von Gensens Kalkül, die waren ja nicht doof. Die gelten ja in unserer Metalogik auch. Das heißt, jeden Schluss, der in dem Beweis vorgenommen wird, jeder logische Schluss, den können wir genauso gut in unserer Metatheorie vornehmen bei der Interpretation. Ein einziges Problem kann es geben, nämlich wenn S ein klassisches System ist. Also wenn wir bei S erlaubt haben, dass man Lem verwenden darf. Und falls wir in unserer Metatheorie aber nicht Lem verwenden, dann können wir nicht erwarten, dass wir das zeigen können. In diesem Fall müssen wir noch voraussetzen, dass wir hier nicht über alle Modelle reden, sondern nur über die klassischen Modelle. Und was das ist, erkläre ich gleich. Ja? Aber falls S ein rein intuitionistisches System wäre und wir in unserer Metalogik mindestens intuitionistisch sind, dann ist das okay. Okay. Gibt es hierzu gerade Fragen, Matthias? Keine Frage, nur eine Böbelei. Bitte. Bei diesem S interpretiert im Kontext I. Ja. Genau. Also du hast gesagt, ich muss halt für die Variable Namen diesem Term S vorkommen, nachgucken, was der Kontext sagt, was der Wert dafür ist. Ja. Da hast du gesagt, der Kontext ist halt schon eine Liste von Symbol, Komma, Wert. Ja. Jetzt könnte es natürlich sein, dass da Variable Namen mehrfach vorkommen. Ja. Und da passiert jetzt wieder irgendeine Subtilität. Ja, da können wir jetzt drüber nachdenken, ob man das ausschließen kann, dass sie mehrfach vorkommen oder dass man oftmals unbedingt braucht, um den beweisen zu können. Und dann hättest du vielleicht dazu sagen sollen, man nimmt das erste vorkommen oder vielleicht das letzte, weiß nicht so genau. Nee, das erste, genau. Also für die Leute, die die Frage nicht gehört haben, weil du nicht ins Mikrofon gesprochen hast, es geht darum, was passiert, wenn bei diesen Formeln Variablennamen mehrmals verwendet werden. Erstens, dann bist du doof. Ne? Ja. Aber zweitens, wir haben hier sichergestellt, dass wir die jeweils neueste Belegung immer vorne an die Liste ranmachen. Und bei diesen Interpretationsklammern meine ich, dass dann eben die Umgebung abgesucht wird. Und sobald das erste Vorkommen gefunden wurde, dann wird das genommen. Aber wir haben uns ja privat schon überlegt, dass man eigentlich bei gebundenen Variablen nicht über Variablennamen sprechen sollte, sondern über die Bräuning-Indizes und dann gibt es das Problem nicht. Nicht an der Stelle. Du hast dann, also kannst dann Namen hier vergessen. Und, ja. Sonst noch eine Frage oder Pübelei? Ja. Bitte. Wegen dem Klassischen nochmal. Ja. Wenn wir sagen, dass wir ein Modell haben, ja, das
Gesetz vor ausgeschlossenen Dritten ja. erfüllt. Ja. Beziehungsweise ich habe das System und das Modell setzt es um. Ja. Dann habe ich ja gleich schon in meiner Metatheorie das ist drin, oder? Genau, also wenn dein System klassisch ist und du jetzt irgendeine Struktur hast und irgendwie irgendwoher weißt, dass sie ein Modell von deinem System ist, dann weißt du, dass klassische Logik gilt. Zumindest für die Formel, um die es geht. Ne? Es könnte vorstellen, also angenommen zum Beispiel, du bist in der konstruktiven Metatheorie und hast jetzt ein Modell irgendwoher bekommen von PA nur Arithmetik. Dann weißt du also, dass für alle Aussagen, die nur natürliche Zahlen involvieren, Lem gilt. Aber du weißt eventuell noch nicht, dass Lem gilt für alle Aussagen über Pinguine oder Mengen. Ja? Und was du gesagt hast, will ich auch noch mal kurz einfach dem hier einen Namen geben. Das war doof. Klassisches Modell heißt, dass in dem Modell M aus nicht-nicht-Phi immer wieder Phi folgt. Für alle Formeln Phi. Ganz genauso gut hätte ich schreiben können, dass Phi oder nicht-Phi gilt. Das sind äquivalente Axiomschemata. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das noch ein bisschen umformulieren. Nur mal das da. Die Regeln dafür waren ja an der anderen Tafel dran gestanden. Das führt dann zu dem hier. Ne, wir dürfen das Implikationszeichen zu einem Meta-Implikationszeichen umwandeln und das Nicht-Zeichen zu einem Meta-Nicht-Zeichen und Negation war ja als Implikation zu Nicht, zu Bottom definiert. Also haben wir das. Also das ist genau äquivalent zu dem. So seht ihr, in einer klassischen Metatheorie ist jedes Modell überhaupt ein klassisches Modell. Gut, so haben wir jetzt also Theorem 1. Vielen Dank. So haben wir Theorem 1 zumindest jetzt mal verstanden, was es besagt. Theorem 1 war sehr wichtig für Hilbert und ist allgemein wichtig so als semantische Rechtfertigung für Logizisten. Logizisten sagen, mir ist recht egal, was Formeln bedeuten oder sowas. Solange in meiner formalen Theorie kein Widerspruch drin ist, kann ich mit der Theorie Spaß haben, kann ich mit der Mathe machen, kann ich mir die Konsequenzen der Axiome anschauen, auf interessante Art und Weise. Und jemand, der ein bisschen platonistischer geneigt ist, könnte jetzt fragen, okay, aber ist jetzt dein Formelsymbol, Formelmanipulation nicht völlig inhaltsleer? Und im Lichte von Theorem 1 könnte man antworten, nein. Wenn mein System konsistent ist, dann gibt es auch mindestens ein Modell, in dem all das gilt, worüber mein System spricht. Konsistente Systeme haben immer auch ein Modell. Umgekehrt, wenn ein System ein Modell hat, dann ist es konsistent. Warum? Stellt euch vor, ihr habt ein Modell von einem System, aber das System zeigt trotzdem Bottom. Dann wisst ihr, mit der Bemerkung hier, dass auch in dem Modell Bottom gilt. Jetzt kann man nachschauen, was das bedeutet, dass Bottom gilt im Modell. Das bedeutet, dass wirklich Bottom gilt in der Metasprache. Aber Bottom gilt ja nicht in der Metasprache. So, ob da so ein Widerspruch gefolgert unter der Annahme, dass das System konsistent war. Was ist die Frage? Ja, außer die Metasprache ist inkonsistent. Ja, genau. Aber trotzdem, auch wenn die Metasprache inkonsistent ist, trotzdem stimmt es dann, dass du Folgendes hast zeigen können. Wenn das System Bottom ableitet, dann Bottom. Ja. Und das ist ja deine Definition von konsistent. Ah, okay. Ne? Genau, ja. Aber du hast recht, ich hätte es subtil anders formulieren müssen eben. Ja, genau. Gut. Theorem 1 ist also besonders philosophisch interessant. Es ist auch mathematisch interessant, weil Theorem 2 extrem mathematisch interessant ist und wir Theorem 1 verwenden werden, um Theorem 2 zu beweisen. Theorem 2 folgt aus 1 in drei Zeilen, machen wir gleich. Was bedeutet denn dieses S neues Zeichen Phi? S neues Zeichen Phi bedeutet. Und ich mache hier noch einen CL oben dran. Ja, nicht Turnstile, ne? Das wäre ja einfach. Ja, Turnstile-Style. Ah, Turnstile-Style, okay, alles klar. Oder Turn-Turnstile. Oder Double-Turnstile, okay. Das bedeutet per Definition, für alle klassischen, ja, deswegen steht das CL dran, für alle klassischen mengenwertigen Modelle M von S gilt. In M stimmt Phi. Hier hinten, der einfache Turnstile bedeutet, es gibt einen Beweis von Phi in dem System S. Hier vorne steht dran, in allen Modellen
in allen Strukturen von S, die zufälligerweise Modelle von S sind und außerdem klassische Modelle sind, also wo Lem gilt, in all diesen Modellen gilt Phi. Jetzt versetze ich mal kurz in eine klassische Metatheorie, dann wird der Satz noch ein Stückchen beeindruckender. Dann könntet ihr ja diese doppelte Negation hier weglassen. Dann heißt es, jede Aussage, die wahr ist in allen Modellen von dem System, lässt sich auch allein aus den Axiomen rein syntaktisch beweisen. Und das ist eine starke Aussage, die auch wirklich von praktischem Nutzen ist. Ein Beispiel könnte sein, S ist nur die Theorie der Gruppen. Die Theorie der Gruppen hat eine Sorte für die Gruppe eben und dann drei Funktionssymbole, eines für das neutrale Element, eines für die Verkringelung, eins fürs Invertieren. Und dann als Axiome hat es nur die Gruppenaxiome. Gut. Jetzt redet ihr über Gruppen in eurer Metatheorie. Vielleicht ist eure Metatheorie stark und ihr habt irgendwie Auswahlaxiom und Sorensens Lemma und alles Mögliche zur Verfügung. Jetzt beweist ihr vielleicht irgendein Lemma über Gruppen und zwar über jede konkrete einzelne Gruppe, so wie Gruppen in der L1 definiert worden sind. Und zwar verwendet ihr alles, was eure Metatheorie dafür zu bieten hat. So wisst ihr dann, dass in jedem Modell von der Theorie der Gruppen, also jede richtige Gruppe, dass da eure Aussage Phi stimmt. Wegen diesem Theorem wisst ihr dann, dass sich Phi hätte auch lassen können, dass man Phi auch allein aus den Axiomen hätte zeigen können. Aus den Axiomen von der Theorie der Gruppen, welche nicht das Zornsche Lemma beinhaltet und nicht Ming-Lehre und vielleicht ganz minimal ist. Das ist eine krasse Aussage. Sie wird ein Stückchen relativiert durch dieses Wenn-Dann. Dieses Wenn-Dann ist halt ein Wenn-Dann in der Metasprache. Ja? Und je nachdem, wie sehr ihr eure Metasprache vertraut, heißt es vielleicht noch nicht wirklich, dass es einen Beweis von Phi gibt. Ja? Also es gibt ihn dann genau in demselben Sinne, wie es Auswahlfunktionen gibt oder wie es halt andere krasse Sachen gibt, die ihr in eurer starken Metatheorie verwendet habt. Aber eure Metatheorie glaubt dann, dass es auch wirklich einen handfesten, konkreten Beweis von Phi gegeben hätte. Also kurz kann man Theorem 2 wie folgt zusammenfassen. Wahre Aussagen sind auch beweisbar, wobei man mit wahr hier meint, Aussagen, die in allen Modellen wahr sind. Gut, und konstruktiv können wir halt nur die leicht schwächere Aussage zeigen, dass es nicht stimmt, dass Phi nicht beweisbar ist. Ja? So, wir schreiten jetzt zum Beweis in der Sekunde. Nur noch zwei Anmerkungen. Erstens, wie sieht es hier mit der Abzielbarkeit aus? Kann man darauf verzichten? Antwort ja, wenn ihr eure Metatheorie so stark ist, dass ihr trotzdem all die Formeln und Sorten und Funktionssymbole von dem System wohlordnen könnt, in eine Reihenfolge bringen könnt. Ja? In klassischer Mengenlehre ist das für jede Menge möglich. Ja, das heißt, da könnte ich einfach die Voraussetzung fallen lassen der Abzählbarkeit. Zweite Frage noch. Inwieweit gibt es Verallgemeinerungen von diesen Sätzen nicht für klassische Systeme, sondern für intuitionistische? Ja? Und da sehen wir aber zum Beispiel das Theorem 2. Wenn man überall das Wort klassisch weglässt, also hier das Wort klassisch weglässt und dann auch hier, das würde man ja erwarten, dass dann trotzdem keine Hoffnung besteht, dass man Theorem 2 beweisen könnte. Warum? Es könnte ja sein, dass unsere Metatheorie klassisch ist. Das können wir nicht ausschließen, auch wenn wir nur konstruktiv arbeiten, ne? Weil konstruktive Logik ist einfach eine Teilmenge von klassischer Logik. Also vielleicht gilt aus Versehen klassische Logik. Dann wäre es also so, dass jedes Modell von S, auch solche, von denen wir nicht gefordert haben, dass sie klassisch sind, dass sie trotzdem klassisch sind. Einfach weil unsere Metalogik aus Versehen klassisch ist. Dann wäre es also so, dass man in jedem Modell von S zeigen könnte, Phi oder nicht Phi. Und nach dem Theorem hier wäre es dann angeblich so, dass es auch einen Beweis gäbe, zumindest gäbe es ihn nicht, von Phi oder nicht Phi. Aber in einem ganz konkreten intuitionistischen System könnte vielleicht einfach schwarz auf weiß beweisen, dass es nicht der Fall ist, dass für irgendeine konkrete Formel Phi ein Beweis von Phi oder nicht Phi existiert. Daher kann Theorem 2 in der Formulierung nicht richtig sein für intuitionistische Systeme. Also wenn man aus der Formulierung hier überall das Adjektiv klassisch wegstreicht, also hier dort und hier das kleine, dann ist es trotzdem noch keine korrekte Aussage. Es gibt ähnliche Theoreme für intuitionistische Logik, aber da darf man sich nicht auf mengenwertige Modelle beschränken, sondern man muss allgemeinere Modelle nehmen.
zum Beispiel sogenannte verallgemeinerte BET-Modelle oder Gabenmodelle. Und das werden wir auch noch kennenlernen. Gut, und wie sieht es im Theorem 1 aus? Theorem 1 ging ja auch nicht, wenn man überall die Additive klassisch weglässt. So, dann lasst mich mal Theorem 2 beweisen, ausgehend aus Theorem 1. Beweis von Theorem 2. Okay, gelte, dass in allen Modellen von S Phi stimmt. Wir wollen zeigen, nicht existiert ein Beweis von Phi. Wie machen wir das? Wir machen das, indem wir sagen, angenommen, es existiert kein Beweis von Phi. Und was wir zeigen müssen, ist Widerspruch. Wir beobachten, das System, was man erhält, wenn man S nimmt und dann als neues Axiom noch nicht Phi dazu nimmt, ist konsistent. Warum? Denn angenommen, dass dieses erweiterte System zeigt Bottom, was bedeutet das? Das bedeutet irgendwie aus den vielen Axiomen mithilfe der Schlussregeln von S und dem neuen Axiom nicht Phi lässt sich Bottom ableiten, ja? Falls das der Fall ist, dann gibt es doch auch einen Beweis in S von nicht Phi. Denn wir haben gesehen, wenn man also die Axiome von S nimmt, dann kann man ableiten, dass aus nicht Phi Bottom folgt. Ich bringe das rüber. Also dass nicht Phi Bottom bedingt. Ja? Mit der Regel für Implikation folgt also, dass die Axiome von S ausreichen, um nicht Phi nachzuweisen. So, wenn S nicht Phi nachweist, dann weist es auch Phi nach. Weil nach Voraussetzung S ein klassisches System ist. Okay, und das kann jetzt aber gar nicht sein, denn wir haben ja auch angenommen, dass S nicht Phi ableitet. Wir sehen also, das um dieses Axiom vergrößerte System ist konsistent. Nach Theorem 1 hat dieses System ein Modell. Ein Modell M. In M gilt auf jeden Fall dann nicht Phi. Lasst mich das mit Symbolen schreiben. Denn es ist ja ein Modell von dieser Theorie und da ist nicht Phi ein Axiom. Andererseits haben wir, in allen Modellen von S gilt Phi, also gilt auch in M Phi, in allen Klassenmodellen von S gilt Phi. Gibt es ein klassisches Modell. Gut, das ist ein Widerspruch, weil das da ausgeschrieben bedeutet das da, oder kurz einfach nicht Phi
Phi gilt in M. Und zusammen mit dem A da hinten haben wir einen Widerspruch. Also die beiden Sachen zusammengenommen liefern Widerspruch und Widerspruch war zu zeigen. Fertig. Also aus Theorem 1 folgt ganz schnell Theorem 2. Und umgekehrt geht es übrigens auch ganz leicht. Man braucht nur noch mal ein Stückchen klassische Logik oder man muss das Theorem noch mal ein bisschen anders formulieren. Übungsaufgabe. Also in einer klassischen Logikvorlesung würde man keinen großen Unterschied zwischen den beiden Theoremen 1 und 2 machen. Okay, ich wische mal die Tafel und dann stelle ich noch Fragen dazu und dann beweisen wir Theorem 1. Stimmung? Yeah. Nice. Okay, dann Beweis von Theorem 1. Also, da ist jetzt ein System S gegeben. Es hat eine abzählbare Signatur, die werden wir auch ausnutzen. Wir werden gleich eine Abzählung der Formeln uns nehmen. Wir wissen, das System ist konsistent und wir wollen zeigen, es gibt ein klassisches Modell. Was ist der Hauptunterschied zwischen dem System und jedem einzelnen Modell? Der Hauptunterschied ist, und lasst mich kurz klassisch sprechen, das macht einfach die Formulierung ein bisschen leichter, ändert aber sonst nichts Wesentliches. Der Hauptunterschied ist folgender. Für jede Formel phi hat die Aussage, dass phi in einem Modell gilt, einen ganz klaren Wahrheitswert. In jedem Modell m stimmt es entweder, dass phi gilt, oder in dem Modell gilt halt phi nicht. Das kann auch von Modell zu Modell verschieden sein. Aber trotzdem, für jedes einzelne Modell hat jede Formel einen ganz klaren Wahrheitswert. Entweder gilt sie in dem Modell oder sie gilt nicht. Dagegen für die Theorie ist das ja nicht so. Wir haben ja Beispiele gesehen, wo Peano-Arithmetik oder was auch immer weder Phi zeigt, noch wo Peano-Arithmetik nicht Phi zeigt. Ja, also dass die Axiome lassen vielleicht eine Formel, die Gültigkeit quasi von einer Formel unbestimmt. PA zeigt weder Phi, noch zeigt PA nicht Phi. Aber in jedem Modell gilt immer das eine oder das andere, zumindest wenn ihr in eurer Metalogik klassisch drauf seid. So gesehen ist ein Modell sowas wie eine Idealisierung von einem formalen System. Ja? Weil Idealisierung im Sinne von, das ist jetzt nicht mehr schwammig, sondern das legt sich für jede Aussage fest, ob sie stimmt oder nicht. Es gibt auch folgende Analogie, und die werden wir auch noch formal verstehen, mithilfe von Topos-Theorie und der Theorie der klassifizierenden Topoi. Ein formales System ist wie eine offene Menge. Und ein Modell von einem formalen System ist wie ein Punkt von dieser offenen Menge. Ein Punkt, bei dem dann alles klar festgelegt ist. Dagegen bei der offenen Menge, da sind nur manche Sachen festgelegt, halt das, was direkt aus den Axiomen folgt. Aber es gibt dann noch viele Möglichkeiten im Einzelnen. Okay. Machen wir Theorem 1. Ich will noch eine Sache kurz anteasern, die wir direkt danach machen und vielleicht auch erst nächstes Mal, aber ich will sie euch anteasern, damit ihr wisst, wie das witzig ist. Was man mit diesem Theorem dann zum Beispiel anstellen kann, ist, man kann zeigen, dass es ein Modell von Peano-Arithmetik gibt, welches glaubt, dass Peano-Arithmetik nicht konsistent ist. Es gibt ein Modell von Peano-Arithmetik und aus Sicht von diesem Modell gibt es einen ganz expliziten Beweis, den man hinschreiben kann, dass Peano-Arithmetik nicht konsistent ist, dass Peano-Arithmetik bottom-up leitet. Es gibt ein anderes Modell von PA, darin gibt es eine Zahl A, sodass in diesem Modell folgende Aussagen stimmen, A ist mehr als 10, A ist mehr als 100, A ist mehr als 1000 und so weiter. Und es gibt ein Modell von Mengenlehre, von ZFC meinetwegen, sodass das Modell insgesamt
abzählbar groß ist. Wir werden hier gleich beweisen, dass das Modell, was wir bauen, abzählbar groß ist. Aber trotzdem, dieses Modell von Mengenlehre glaubt natürlich, dass es überabzählbare Mengen gibt, zum Beispiel R ist überabzählbar und dass es eine ganze Hierarchie von immer größer werdenden Unendlichkeiten gibt und so weiter. Aber trotzdem, aus externer Sicht ist es abzählbar. Gut, nur so als dieser. Dann lasst uns mal Theorem 1 beweisen. Gut. Also, zunächst eine Notationsvereinfachung. Ohne Einschränkung sein im Kalkül, den wir verwenden, um S zu formalisieren, nur Top, Bottom für alle Implikationen ist gleich und andere atomare und halt Relationen, Relationssymbole gegeben oder enthalten, keine Ahnung. Also insbesondere kein es gibt und kein oder und auch kein und. Also stellt euch vor, dass wir an Tag 0 der Vorlesung, als wir gänzlich Kalkül eingeführt haben, dass wir nie über diese drei verbotenen Symbole gesprochen hätten. Das ist keine wesentliche Einschränkung, denn S ist ja als klassisches System vorausgesetzt. Da kann ich oder und die Existenzquantifikation sowieso mit Hilfe von Verneinungen umformen zu und für alle. Und das und kann ich auch noch wegbekommen, indem ich Folgendes ausnutze: Phi und Psi impliziert Chi sowas, ist äquivalent zu Phi impliziert Psi, das aus Psi Chi folgt. Sowas, ja? So kann ich das und wegschaufeln. Und dann habe ich nur noch diese Sachen und das macht es mir jetzt einfach ein bisschen leichter, den Beweis zu führen. Das ist ein bisschen eine Lüge, es macht es mir nicht nur leichter, sondern es ermöglicht es mir auch, den Beweis zu führen. Sonst brauche ich weitere klassisch akzeptable, aber nicht konstruktiv akzeptable Prinzipien, um den Beweis zu führen, nämlich das Fan-Theorem, was wir auch noch zu Genüge diskutieren werden, aber nicht jetzt. Gut. Sei eine injektive Aufzählung Phi 0, Phi 1, Phi 2 und so weiter der Formeln von S gegeben. Und zwar mit noch einer kleinen Zusatzbedingung. Aus Gründen, die gleich klar werden, will ich Folgendes fordern. Eine Formel mit einer ungeraden Nummer soll stets von der Form sein für alle x Psi. Und eine Formel mit einer geraden Nummer soll stets von der Form sein Psi impliziert Chi. Jetzt sagt er, es gibt aber noch andere Formeln, das ist richtig, ich habe mich hier verschrieben oder nicht ganz fertig gemacht. Ich will hier nicht alle Formeln von S haben, abzählen, sondern nur die von der oder der Form. Ja? Der Formeln der Form für alle x Psi und Psi impliziert Chi. Die will ich alle abzählen. Warum gibt es so eine Abzählung? Naja, die Signatur ist abzählbar. Also habe ich auf jeden Fall schon mal irgendwie eine Abzählung, die vielleicht jetzt aber in einer doofen Reihenfolge oder so ist. Ich kann die Abzählung injektiv machen, indem ich quasi Doppelte rausschmeiße. Ja? Das kann ich aber auch konstruktiv, Übungsaufgabe. Und indem ich dann halt noch ein bisschen umsortiere, kann ich diese beiden Bedingungen erfüllt bekommen. Gut. Außerdem wollen wir uns frische Variablen gönnen. Sein x0, x1 Variablen. Jetzt nimmst du an, dass es irgendwie unendlich viele Formeln gibt, ist das so klar? Ja, weil ich kann immer Folgendes machen, wenn ich eine Formel Phi habe, dann kann ich auch noch außerdem noch diese Formel bilden und außerdem noch diese Formel und außerdem noch diese Formel. Aber wenn es unendlich viele gäbe, dann wäre der Beweis noch ein Stückchen einfacher. Also das ist kein Problem. Ich will mir noch frische Variablen gönnen. Variablen, die nicht in den Axiomen von S vorkommen.
Und jetzt überlege ich gerade, ob ich doch brauche, dass es absehbar viele Axiome gibt. Weil sonst kann ich, glaube ich, nicht garantieren. Nee, aber es ist kein Problem. Also sogar wenn es überabsehbare viele Formeln geben würde oder sowas, dann erfinde ich einfach neue Variablennamen und füge die dazu. Ich gönne mir nochmal n viele Variablennamen. Das ist in Ordnung. Gut, was wir jetzt gleich machen werden, ist, wir definieren rekursiv Formelmengen Delta 0, Delta 1 und so weiter mit dem Ziel, eine Formelmenge Delta Index Omega, das soll irgendwie der Grenzwert von denen sein, zu erhalten, für die für jede Formel gilt, Phi liegt in Delta Omega oder Phi liegt nicht in Delta Omega. Ich will also eine Formelmenge finden, die eigentlich fast schon so gut wie ein Modell ist, wo auch jede Formel entweder drin liegt oder halt nicht drin liegt. Ja? Kleine Ergänzung, so will ich das nicht formulieren, so würde ich das in der klassischen Vorlesung formulieren. Ich formuliere es stattdessen konstruktiv ein bisschen vorsichtiger. Ich will Folgendes haben: Wenn irgendeine Formel Phi nicht in Delta Omega liegt, dann soll stattdessen die Negation von Phi in Delta Omega. Klassisch äquivalent. Was ist das klassisch äquivalent? Ja. Ist die Brücke hier nicht Phi ist in irgendeiner Menge oder Phi ist nicht in irgendeiner Menge? Das ist doch ein klassisches. Ah, ja, sorry, ja. Ich wollte hier was anderes schreiben. Danke. Nicht Phi ist drin. Ja. Sorry, das war doof. Ich wollte sagen, also die Menge Delta Omega ist eben so gut, dass für jede Formel entweder sie oder ihre Negation enthalten ist. So wie eben wie bei einem Modell. Entweder jede Formel stimmt oder jede Formel nicht stimmt. Und jetzt halt hier ein bisschen anders ausgedrückt. So. Also wenn sozusagen die Idee, dass Delta Omega die Menge der wahren Formeln. Genau. Delta Omega soll die Menge der in dem konkreten Modell, was wir noch bauen werden, ja, wahren Formel sein. Genau. Ja, genau. Wie seht ihr, halten wir fest? Ich schreibe es auch nochmal kurz hin, weil es echt schön formuliert war. Und dann beweisen wir eben, wie das geht. Ja? Die Idee, Delta Omega soll die Menge der im zu konstruierenden Modell wahren Formeln sein. Und Delta Omega hat nur eine Chance überhaupt, eben die Menge der wahren Formeln von Modell zu sein, von einem Klassenmodell zu sein, wenn das erfüllt ist. Ja, sonst wäre es immer noch unvollständig. Der Beweis, den ich hier präsentiere, ist übrigens sehr, sehr neu. Der stammt aus dem Dezember 2016 von Hugo Herberlin und Danko Ilic. Und ich bin sehr, sehr dankbar für ihr Paper, weil die halt alles in der konstruktiven Metatheorie machen und alles ein bisschen mehr aufpassen. Ist ein sehr schönes Paper, liest sich sehr, sehr gut. Okay, lasst uns das eben definieren. Ja? Wir definieren Delta 0 als die Menge der Axiome in S. Menge der Axiome von S. Das ist schon mal gut, denn wir wollen, dass ja Delta Omega die Menge der wahren Formeln von einem Modell von S wird. Und dann sollten bitte tunlichst alle Axiome mal wahr sein in dem Modell. Damit haben wir das schon mal abgehandelt. Okay, und jetzt definieren wir Delta N plus 1. Und zwar mit einer Fallunterscheidung, je nachdem, ob n gerade ist oder nicht. Die können wir auch treffen, die Fallunterscheidung, ja? Es gibt ein Lemma, was man in HA zeigen kann, jede Zahl ist gerade oder ungerade.
Gut. Was machen wir im Sonstfall? Dann machen wir Folgendes. Also wir nehmen zunächst die Formeln, die wir schon haben, und tun dann eventuell noch weitere Formeln dazu. Was tun wir dazu? Wir tun die Formel phi n dazu. Aber nicht immer. Wir wollen nämlich garantieren, dass all die Formelmengen, die hier entstehen, konsistent bleiben. S am Anfang war konsistent vorausgesetzt. Das heißt, wir wissen, Delta 0 aus Delta 0 folgt nicht Bottom. Ja? Delta 0 bedingt nicht Bottom. Aber ich will, dass es auch so bleibt. Und deswegen gab es folgenden Trick. Einfach, wir nehmen phi n genau dann dazu, wenn Delta n zusammen mit phi nicht Bottom ableitet. Das ist so geklammert. Damit ist also gemeint, ich schreibe das hier vielleicht noch dazu. Klassische Logik steht hier. Damit ist gemeint, in klassischer Logik, mit Hilfe der Schlussregeln von klassischer Logik, ist es nicht möglich, Bottom abzuleiten, wenn man sich als Voraussetzung nur die Voraussetzungen Delta n gönnt, zu denen ja all die Axiome von S gehören, und außerdem phi. Phi n. Lukas? Phi n, alles klar. Okay, und jetzt noch der Fall, dass n gerade ist. Falls n gerade ist, dann ist doch phi n von der Form für alle x Psi. Ja? Und dann nehmen wir folgende nach Konstruktion. Habe ich das noch nicht gesagt? Doch. Andersrum, ich will, ist mir eigentlich herzlich egal, ne? Aber ich will, meinetwegen soll das gerade hier sein. Ich glaube, es gibt wenig Dinge, die mir egaler sind als die. Aber. Übungsaufgabe. Ja, Übungsaufgabe. Mach den Beweistausend nochmal mit gerade und ungerade vertauscht. Und achte genau drauf, welche Lemmata von klassischer Logik ihr braucht dafür. Okay. Hier werde ich Folgendes dazu nehmen. Es wird tatsächlich ein bisschen schwieriger, wenn man das falsch rum macht, denn ich will folgendes Axiom dazu nehmen. Das da will ich dazu nehmen. So. Ganz ohne Bedingung, ich nehme das immer dazu. Hier steht x Index n halbe. N ist gerade, deswegen gibt es die Division durch 2. Das heißt, das Schwierigere wäre, dass man sonst. Ja, da muss man jetzt nicht zu viel verraten. Das ist in unserem Fall. Und was war nochmal x n halbe? Das war halt eine dieser frischen Variablen, die wir uns gegönnt hatten. Ja? Gut. Was drückt das da aus? Das sieht jetzt ein bisschen unmotiviert aus. Es drückt genau das Trinkerparadoxon für Psi aus. Denk dran, was ist das Trinkerparadoxon? Das Trinkerparadoxon besagt, in jedem Bauernhof gibt es ein bestimmtes Pony, sodass sich genau dann alle Ponys über Mathe freuen, wenn sich dieses Pony über Mathe freut. Klingt ein bisschen komisch, klingt falsch, aber in klassischer Logik völlig richtig. Es könnte sein, dass alle Ponys sich über Mathe freuen, dann kann ich eines der vielen Ponys als Beleg nehmen. Oder es könnte sein, dass es mindestens ein Pony gibt, was sich nicht über Mathe freut, dann nehme ich dieses. Und dann stimmt auch die Folgerung, dass wenn sich dieses doch über Mathe freuen würde, dass sich dann alle über Mathe freuen würden. Also der benutzt das auf jedem Bauernhof mindestens ein Pony gibt. Ne? Richtig, ein Bauernhof heißt nicht Bauernhof, wenn er nicht mindestens ein Pony gibt. Aber tatsächlich, das heißt, das, was ich mache, das geht nur, wenn ich annehme, dass alle Sorten aus Sicht der Theorie bewohnt sind. Übungsaufgabe, überleg, ob das stimmt, was ich gesagt habe, und überleg, wie man es sonst repariert. Ja. So, wir setzen Delta Omega. Ich würde es gerne setzen als sowas wie die Vereinigung über alle natürlichen Zahlen von Delta N. Aber ich mach ein bisschen mehr noch. Ich sage, das sollen all die Formeln sein, Phi, welche sich ableiten lassen aus dieser Vereinigungsmenge. In klassischer Logik, ja?
Was hat das da oben mit dem Trinkerparadoxon zu tun? Das drückt genau. Das Trinkerparadoxon besagt, in jedem Bauernhof, wo es mindestens ein Pony gibt, stimmt folgende Aussage. Für das Pony mit dem Namen XN halbe, stimmt es, dass wenn sich das über Mathe freut, wenn Psi für das gilt, dass dann für alle Ponys Psi gilt. Ja, das ist eine klassische Tautologie. Es wird noch wichtig sein, das machen wir jetzt gleich, dass das eine frische Variable ist, die sonst in keinen Axiomen vorkam. Die Axiome enthalten eventuell freie Variablen und auf jeden Fall aber nicht x in halbe. Und warum heißt das Paradoxon ein Paradoxon? Weil es ein bisschen komisch ist, dass es ein Pony gibt, was über den Mathezustand von all den anderen Ponys entscheidet. Aber die Wahl des Ponys hängt halt ab vom Mathezustand an. Deswegen. Das kann man auch noch anders umschreiben, nämlich als so. Also hier steht, all die Formeln Phi, die konsequent sind in klassischer Logik, von der Vereinigung von all den Delta N. Wenn wir ein Phi haben, was Konsequenz ist von all dieser Vereinigungsmenge, dann können wir uns diesen Beweis anschauen. Der Beweis hat endliche Länge. Da werden also oftmals die Axiome verwendet, die links vom Turnstile stehen. All die Delta Ns, die liegen ineinander, die sind ineinander verschachtelt. Und wir finden ein einzelnes N, was schon groß genug ist, was all die Axiome verwendet, beinhaltet, die hier von dem konkreten Beweis verwendet wurden. Deswegen haben wir das da. Gut. Und jetzt können wir das Modell schon angeben und dann müssen wir nur noch ein paar Sachen nachrechnen. Wir setzen. Warum nehme ich hier nicht die Vereinigung? Ganz einfach. Bei diesen Formeln, die wir jetzt hier eventuell dazugetan haben, haben wir ja längst nicht alle Formeln dazugetan, die es gäbe. Zum Beispiel haben wir haben bei dieser Aufzählung ja nur die und die Arten von Formeln überhaupt untersucht. Nicht all die anderen auch. Ja? Sind jetzt aber wieder automatisch dabei. Andere Tür gehen, bitte. Andere Tür. Alles klar. Dann ist der Kaffee wohl doch nicht so wichtig. Wir setzen Folgendes. Wir wollen jetzt so ein Modell angeben, also zunächst mal so eine Struktur. Also müssen wir für jede Sorte x angeben, was denn jetzt, womit die interpretiert werden soll. Jetzt muss eine Menge kommen, ja? Und das wird Menge der Terme der Sorte x von diesem System. Modulo, eine Äquivalenzrelation, nämlich zwei solche Terme, S und T, sollen als gleich angesehen werden. Genau dann, wenn die Formel, die S gleich T besagt, ein Element von Delta Omega ist. Sowas heißt auch Termmodell, weil die Elemente von der Interpretation von X, die sind jetzt nicht irgendwie clever konstruierte Objekte mit irgendeinem Wesensinhalt, sondern das sind im Wesentlichen einfach die Terme, die es in der Sprache nun mal gibt. Wobei wir zwei Terme genau dann miteinander identifizieren, wenn wir sie zu identifizieren haben, so wie es Delta Omega verlangt. Wie können wir Funktionssymbole interpretieren? Also, wenn f irgendein Funktionssymbol ist, dann muss daraus ja eine Abbildung werden. Ja? Was macht diese Abbildung? Diese Abbildung? Ja, es hängt ein Zettel dran, aber nicht alle Leute können lesen. Die Interpretation von diesem Funktionssymbol ist eine Abbildung. Diese Abbildung nimmt also gewisse Elemente von den Interpretationen dieser Sorten und muss was zurückgeben. Und was gibt es zurück? Ganz banal, es gibt halt diesen Term zurück. Die SIs waren Terme, f von bla bla ist auch ein Term, so kriegen wir das hin. Ja? Man muss wohl die Finitheit prüfen, aber das ist okay, weil wenn hier die SIs gleich irgendwelchen SI-Schlangen sind, gleich im Sinne von equivalent, im Sinne von dem, also wenn die Theorie, wenn Delta Omega die als gleich beurteilt, dann wird Delta Omega auch die entstehenden Ergebnisse als gleich beurteilen. Denn wenn eben so S1 gleich S1 Schlange und so weiter Elemente von Delta Omega waren, dann waren es also klassische Logikkonsequenzen von dieser Formelmenge hier. Und in klassischer Logik ist ein Axiom eingebaut, dass wenn A gleich B ist, dass dann auch F von A gleich F von B ist, für jedes Funktionssymbol.
So kommt das also, dass das wohl definiert ist. Und jetzt brauchen wir noch die Interpretationen der Relationen. Das wird also eine Menge von Tupeln. S1 bis Sn. Und zwar nehmen wir genau dann so ein Tupel auf, wenn wir gezwungen sind, es aufzunehmen, wenn diese Formel in Delta Omega liegt. Und so haben wir ein Modell. Und was ich euch jetzt noch anschreiben will, ist, welche Lemmata man in welcher Reihenfolge man überprüfen muss, um nachzurechnen, dass es jetzt wirklich ein Modell ist. Damit machen wir auch beim nächsten Mal noch kurz weiter. Aber ich will euch das schon mal anschreiben, für den Fall, dass ihr das selbst austüfteln wollt. Das braucht auch nur noch eine Minute. Okay, also dann können wir Folgendes nachrechnen. Erstens, Bottom liegt nicht in Delta Omega. Das ist schon mal gut, weil Bottom soll ja in keinem Modell gelten. Ja? Das beweist man dadurch, indem man nachweist, dass Bottom keine Konsequenz in klassischer Logik ist von all den Delta N. Und das wiederum macht man mit Induktion. Und da geht dann dieses Trinkerparadoxon noch mal ein bisschen besser ein. Zweitens. Da geht dann auch Konsistenz ein. Insbesondere geht Konsistenz ein für Delta 0 nämlich. Ja, genau. Bisher haben wir die ja nicht wirklich verwendet, ne? Einfach so, um das hinzuschreiben. Ja. Wie bitte? In Delta 0 die Konsistenz, in Delta 0 ist noch eine Reaktion. Konsistenz ist noch nicht, dass Bottom keine Aktion ist. Nee, aber. Wir zeigen das per Induktion. Also genau. Hier steht nicht Element, sondern Ableitbarkeit. Genau. Zweitens zeigen wir mit Induktion über den Aufbau von Phi, dass in dem Modell M, was wir dadurch geschaffen haben, genau dann Phi gilt, wenn Phi ein Element von Delta Omega ist. Also die Prognose, die Bene von getroffen hatte, die tritt auch wirklich ein. Das zeigen wir für alle Formeln Phi. Durch Induktion über den Aufbau von Phi. Drittens, wir bemerken folgende Trivialität. Für alle Axiome von S stimmt es, dass die in M gelten. Denn die liegen ja in Delta 0, daher in Delta Omega und dann folgt das schon mit zweitens. Und viertens, wir bemerken noch, dass M ein klassisches Modell ist. Sogar wenn unsere Metatheorie eventuell konstruktiv ist. Also es ist durchaus möglich, in einer konstruktiven Metatheorie auf Modelle zu stoßen, die dann für die Formeln, worum es geht, klassische Logik erfüllen. Es ist nur nicht ganz so leicht, sich so ein Modell herzubekommen, weil als Voraussetzung geht ja ein, dass die Theorie konsistent war. Und das ist eventuell nicht so leicht, zu zeigen, dass in einer konstruktiven Metatheorie zu zeigen, dass ein klassisches formales System konsistent ist. Es ist schon ohne weiteres möglich für PA zum Beispiel, weil PA ist genau dann konsistent, wenn HA konsistent ist. Und für HA habe ich ein Modell, wenn ich glaube, dass es die natürlichen Zahlen gibt. Aber das muss ich halt machen. Gut, Arbeit steckt in, ein kleines bisschen Arbeit, nicht viel, steckt in den beiden Punkten. Das machen wir also nächstes Mal fertig, aber vielleicht wollt ihr das selbst machen. Und denkt an die schönen Teaser, die wir haben. Sonst machen wir nächstes Mal, fangen wir mit einem neuen großen Thema an, nämlich Realisierbarkeitstheorie. Wir werden also einen Zusammenhang feststellen zwischen intuitionistischer Logik und Berechenbarkeit. Und wir werden endlich mal nachweisen können, dass irgendwelche Gesetze nicht gelten in intuitionistischer Logik, wirklich nachweisen, anstatt zu glauben, dass wir es nicht erwähnen können. Und wir werden Traumaxiome kennenlernen. Beispiele für Axiome, die klassisch völlig falsch sind, aber trotzdem in einem gewissen Sinne richtig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.